So, kurze Frage vorab. Habt ihr alle den Ausdruck? Nein. Wäre gut, wenn ihr den habt, den braucht ihr nämlich tatsächlich. Also, so. Wir machen öfters Pausen. Ihr könnt einfach in irgendeiner von den Pausen euch dieses Ding dann holen, irgendwie unten ausdrucken oder sowas. Und zwar geht es darum, da sind sehr viel, also ich rede bloß ungefähr 2 Stunden, den Rest macht dann tatsächlich ihr und nicht ich. Und dafür braucht ihr diese Materialien. Das heißt, ihr solltet euch die am besten unten ausdrucken vielleicht, aber das können wir dann davor machen. Machen wir dann einfach eine Pause, wie gesagt, wir machen ES oder so, öfters Pausen. Und es ist jetzt kein, also ich werde jetzt keine 6 Stunden lang reden, sondern ich werde euch nur kurz das Konzept zeigen. Und dann werden wir mit dem Konzept arbeiten. Und das sind diese ganzen Arbeitsmaterialien eben da, also da, wo man auch am besten möglichen einen Stift hat und dann eben reinschreibt. Also wie viel haben es jetzt nicht? Mal kurz, wow, doch eine ganze Menge. So. Okay, also. Kann man vielleicht eine Sammelbestellung? Ja, das wollte ich gerade. Wie viel sind es nochmal, die Finger hoch? 1, 2, 3, 4, 10 Stück. Ausdrucke, genau. Okay, alles klar. Wunderbar. Kannst du dem Alexander sagen, dass er das... Ach so. Ja, ist wurscht. Einfach das Ausdrucken, was er hat. Okay. Also dann jetzt erstmal herzlich willkommen und danke, dass ihr alle gekommen seid. Wie gesagt, wir werden regelmäßig Pausen machen, weil ansonsten ist man relativ schnell müde und kann sich nicht mehr konzentrieren und am Ende vom Tag ist man einfach nur platt. Und das möchte ich gern vermeiden, einmal für euch und einmal für mich. Und in dem Kurs jetzt hier, Kräutermedizin für Akupunkteure, wird quasi ein Konzept euch gezeigt, was sehr einfach ist, was sehr, sehr sicher ist und womit wirklich jeder gleich anfangen kann, der relativ neu ist für die Akupunktur, für die Kräutermedizin. Ich muss jetzt mal ganz kurz schauen, ob das funktioniert. Und zwar, was mit Kräutermedizin ist, viele Leute denken immer so, oh, Kräuter, total gefährlich irgendwie. Man muss 300 Rezepturen lernen, man muss 500 Kräuter lernen und dann ist man am Anfang super motiviert und kauft sich 2 solche dicken Bücher oder vielleicht noch mehr von diesen dicken Büchern und fängt an zu lesen, oh, wie viel Wissen ich jetzt gleich ansammle. Und nach so ungefähr 20 Minuten denken sie, boah, wow. Ist das viel Wissen? Oh, und dann irgendwie so am Ende vom Tag denkt man sich, so, Akupunktur ist eigentlich auch ganz gut. Und dann bleibe ich bei der Akupunktur. Und das ist schade, weil man eigentlich einen Großteil verpasst von dem, was man noch haben könnte. Und die Kräutermedizin ist gar nicht so kompliziert, wie man immer denkt, dass sie sei. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Aus dem Grund, quasi, ihr habt alle in eurer Grundausbildung gelernt, was Syndromdiagnostik ist, oder? Wenn ihr einen Patienten seht, der mit Milchschwäche vor euch steht und erzählt, oh, ich habe Durchfall, Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, dann seid ihr nicht, ah, was könnte das jetzt wohl sein? Vielleicht irgendwas mit dem Herzen? Nee. Irgendwas mit der Lunge? Nee. Ihr wisst ziemlich genau, was das ist. Ihr kennt das Muster. Ihr wisst, ah, der hat jetzt eine Milchschwäche. Und ihr wisst dann auch wahrscheinlich genau, was ihr bei der Akupunktur machen müsst. Ihr würdet jetzt Magen 36, Magen 25, vielleicht Milz 6 noch dazu. So die typischen Sachen. Ihr wisst, was ihr ungefähr zu tun habt. Und bei den Kräutern ist es nicht anders. Bei den Kräutern gibt es ein paar Standardrezepturen, die man dann einfach verwenden kann. Und das heißt dann quasi, wenn dieser Mensch mit Milzschwäche vor euch steht, dann ist, wenn ihr dann mit Kräutern arbeitet, sagt ihr einfach, ah, Milzschwäche ist gleich Sitzinsetang. Mehr ist es tatsächlich erstmal nicht. Und wenn man sich anschaut, wie chinesische Ärzte das machen, also ich weiß nicht, wer von euch war denn zufällig mal in China? Oh, doch eine ganze Menge. Habt ihr da auch Zeit verbracht in Ambulatorien? Ja? Habt ihr da gesehen, wie chinesische Ärzte arbeiten? Die sitzen nicht da und sprechen eine Stunde mit dem Patienten, um jede Kleinigkeit des Lebens aufzunehmen, sondern die sagen, ah, was haben Sie? Aha, Bauchschmerzen, Durchfall, okay, Puls, Zunge, alles klar, Milzschwäche, Sitzinsetang, Lexa,